Das legendäre Shake Defense wurde 2018 von Itaku nochmals neu aufgelegt. Ob es Unterschiede zur Vorserie gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Um es vorwegzunehmen, in Sachen Preis, der bei knapp 100 Euro liegt, gab es keine Veränderung seitens Nitaku. Doch das ist wahrscheinlich schon die einzige Eigenschaft, in der das 2018er NSD seinen Vorgängern gleicht. Mit einem Gewicht zwischen 70 und 85 Gramm kommt die Neuauflage des NSD nämlich überraschend leicht daher. Das Blatt ist zum unteren Rand hin etwas schmaler geschnitten, wirkt somit etwas weniger schaufelartig als die Vorgängerversion. Beim direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell scheint es auch einen leichten Unterschied bei den verbauten Carbonschichten zu geben, die beim 2018er NSD etwas dünner ausfallen. Die Verarbeitung ist, wie man es erwartet, auf einem hohen Niveau. Durch den veränderten Griff ist das Holz etwas kopflastiger als zuvor. Auch der Klang ist etwas dumpfer und sehr speziell, was wohl der neuen Verklebung geschuldet sein sollte. Zudem wirkt der Sweet Spot etwas kleiner als bisher. Insgesamt fühlt sich das 2018er NSD dadurch weniger steif, aber spürbar elastischer und etwas dynamischer an als der Vorgänger. Das Tempo bewegt sich im Mittelfeld der bisher auf dem Markt erhältlichen NSDs, also auf Allround-Niveau. Deutlich spielfreudiger zeigt sich das 2018er übrigens im reinen Topspin-Spiel, bei dem die Neuauflage im Gegensatz zum Vorgänger spürbar an Spin und Dynamik zulegen konnte. Wir konnten beobachten, dass bei zu dünn gewählten Noppeninnenbelägen der Ball bei harten Schlägen auf das Holz durchschlägt und dadurch eigenwillig und etwas überraschend herauskatapultiert wird. Dies führt insbesondere bei geraden Schüssen zu gummibandartigen Ballflugkurven, bei denen die Kontrolle unserer Meinung nach etwas zu wünschen übrig lässt.
Aus diesem Grund empfehlen wir hier eher etwas dickere Schwammstärken, als es beim Vorgängermodell der Fall war, damit dieser Effekt vermieden werden kann. Die Rückhandseite des NSD ist in Kombination mit schwammlosen Noppen nach wie vor die Stärke. Extrem kurze, eklig platzierte Drops und Schupfbälle sind hier als Paradeschläge zu nennen. Begleitet werden die Schläge durch einen flachen Ballabsprung bei guter Rückmeldung. Der Störeffekt selbst ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Im Gegensatz zur alten Version ist das neue NSD unserer Meinung nach auch mit Schwammnoppen in der modernen Verteidigung spielbar. Aufgrund der hohen Spin-Entwicklung und der guten Kontrolle ist das Holz wohl auch für den sicheren Bringer, für den Plastikball interessant, da die Bälle mit viel Schnitt sehr flach gehalten werden können und dabei auch verhältnismäßig flach beim Gegner abspringen. Auch wenn das 2018er Shake Defense in Sachen Störspieleignung und Kontrolle weitestgehend mit der Vorserie vergleichbar ist, kommt die Neuauflage doch mit einem veränderten Touch daher, der eben nicht dem legendären Feeling des Vorgängers gleicht. Daher sind wir auch der Meinung, dass man dem Holz durchaus einen anderen Namen bzw. wenigstens Namenszusatz hätte mitgeben sollen. Trotzdem ist das Holz deswegen natürlich keineswegs schlecht und sollte für den störspiellastigen Spieler, der viel Wert auf Kontrolle legt, die passende Wahl darstellen.